Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Legung. Danke für dein Einschalten, Like und Kommentar im Vorwege. Das freut mich natürlich sehr. Und an all diejenigen, die neu dazu gekommen sind, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, du weißt, das ist eine allgemeine Legung. Du kannst damit in Resonanz gehen, musst es aber nicht. Daher schau bitte, ob diese Legung auf dich passend und stimmig sein kann. Was noch sein kann, ist, die Rollen können vertauscht sein. Bedeutet, du könntest dich im gegenüberliegenden Part wiederfinden. Und was ganz wichtig ist, du bist unter einem freien Willen hier. Bedeutet, du übernimmst für dich selber die Verantwortung, wenn du dieses Video schaust. Denn es kann Triggerpunkte in dir auslösen. Gut, lass uns mal gucken, was die geistige Welt dir hier jetzt zu sagen hat. Welche Botschaft sich zeigen möchte. Ui, wer darf angesprochen werden? Wer darf hier angesprochen werden, liebe lichte geistige Welt? Welche Botschaft darf jetzt raus? Wer darf bedient werden? Welche Botschaft haben wir hier? Wer ist denn hier bei euch verwirrt? Emotionale Verwirrung. Emotionale. Eieieiei. Lass uns mal weiter schauen. Was ist das hier? Ah, da ist der Fuchs wieder dabei. Okay. Nee, ist nicht so schlimm, die Legung hier. Jawohl, genau, danke schön. Also. Ja. Hier ist eine Angelegenheit, die ist irgendwie so ein bisschen niedlich. Nichts Schlimmes, eher was Niedliches. Bedeutet, irgendwer. Entweder du oder dein Gegenüber, einer von euch beiden, vielleicht ihr beide auch zusammen. Diese Angelegenheit kann dir tatsächlich auch gespiegelt sein. Auch wenn ihr keinen Kontakt habt, ist es durchaus möglich. Was sehe ich hier? Ich sehe, dass hier irgendwer gefühlsmäßig total verwirrt ist. Sowas von desorientiert. Also hier fliegt jemand wirklich emotional gesehen alles um die Ohren. Gefühle, Emotionen, alles. Hier ist jemand wirklich total überfordert. Weiß nicht, wie er hier diese Situation zu handeln hat, um diesen Wind zu zähmen. Weißt du? Jemand ist hier sowas von heillos überfordert. Der weiß gar nicht mehr oder sie weiß gar nicht mehr. Männer, ihr münzt das bitte einmal auf eure eigene Situation um, ja? Ich rede aus der Sicht einer Frau, weil es leichter ist. Ja, jedenfalls weiß er gar nicht mehr hier, wohin mit seinen Gedankengängen. Mit seinen Gefühlen. Was muss ich tun? Was muss ich machen? Wo muss ich denn jetzt hin? Hier ist jemand total verwirrt. Aber so richtig verwirrt. Es ist so, als würde seine Welt jetzt hier komplett einmal Kopf stehen. Er müsste hier jetzt mal so einen Kopfstand machen, weil hier sich etwas angeschaut werden muss. Vielleicht ist jetzt irgendwas hochgebrochen. Etwas, das man eine lange Zeit verdrängt hat, ist hochgebrochen und nun fliegt demjenigen hier alles um die Ohren. Ja. Und ist hier sozusagen gar nicht mehr Herr seiner Lage. Ja, damit hat er nicht gerechnet. Ne? Das ist hier ein richtiger Überraschungseffekt. Ein richtiger Überraschungseffekt. Jemand ist außer Rand und Band, total aus dem Häuschen. Hier die Vögel, die stehen für Aufregung, Unruhe, Chaos. Also und so fühlt sich gerade jemand. Jemand fühlt sich gerade genau in dieser Energie. Entweder wir haben hier das Herz. Das hier ist eine Liebesangelegenheit. Oder zumindest eine Herz, aber das kriege ich nicht so rein, als wäre das hier eine Herzensangelegenheit. Das sind hier wirklich wahre Gefühle und Emotionen, die jemanden hier jetzt so dermaßen überrennen. Der ist hier nicht mehr standhaft, hier. Der schafft das nicht. Er wurde hier aus der Verankerung gelöst. Wahrscheinlich musste das auch so sein, weil er sich hier mal was anschauen muss, der gute Herr, ne? Was er hier vielleicht eine lange Zeit wirklich verdrängt hat, nicht hinschauen wollte. Ja. Jetzt fliegt ihm alles um die Ohren hier. Hier fliegt ihm jetzt alles um die Ohren.
Hier ist jemand nicht mehr im Gleichgewicht. Jemand ist hier auch nicht mehr standhaft, gar nicht mehr mit sich selbst verankert, weil er ja doch die ganze Zeit hier so stabil war, dachte er. Nein, war er aber nicht. Weil hier ist jetzt irgendein Auslöser passiert, der hier irgendwie ihm das Negative oder das Gegenteil gespiegelt hat. Das kannst jetzt wirklich du sein oder aber vielleicht eine Energie von außen, die das hier bei ihm bewirkt hat. Es kann auch aufgrund eines Gespräches sein, dass man ihm hier irgendetwas um die Ohren gehauen hat. Wir haben hier den Reiter, da steht natürlich auch für Botschaft, ne, für Mitteilung, aber auch für Interaktion, Bewegung, Dynamik. So, nun ist es aber folgendermaßen. Jemand glaubt, dein Gegenüber glaubt hier wirklich, das, was hier mit ihm passiert, das ist doch falsch. Das ist falsch, das ist nicht richtig, was hier passiert, weil sowas kennt er ja gar nicht. Der ist ja hier richtig überfordert, der Mann. Und dachte hier jetzt oder geht wirklich in der Annahme, dass das hier irgendwie sowas ist, irgend so ein Spiel würde ich nicht sagen. Spiel ist es nicht. Irgendjemand traut diesem ganzen Braten hier nicht, weil er ganz genau weiß, dass das irgendwie ein Stück weit mit dir zu tun hat. Jemand setzt das, was hier bei ihm passiert, mit dir in Verbindung. Und hat jetzt hier irgendwie, entweder hat man Angst, auf dich zuzugehen, oder aber er traut dem Braten hier nicht. Also man traut dem Ganzen hier nicht, dass das hier wirklich was mit dir zu tun haben könnte. Der glaubt das nicht. Ihm fliegt hier alles um die Ohren. Du bist jetzt hier irgendwie wie soll ich das sagen? Ja, du hast das hier alles ausgelöst, ne? Und nun misstraut man dem Ganzen hier. Warum hast du denn das Ganze hier ausgelöst? Jemand ist sehr, sehr misstrauisch, weil mir alles so dermaßen um die Ohren fliegt, was du wahrscheinlich ausgelöst hast. Aber dass er auf den Trichter kommen könnte, dass er es selber auch ausgelöst haben könnte. Nö, darauf kommt er nicht hier, ne? Also du hast hier irgendwas dazu beigetragen, dass ihm jetzt hier so einiges um die Ohren fliegt. So. So ist das hier also mit den Göttergatten. Oh. Ja, gut. Ich würde da jetzt mal gerne wissen wollen, was da passiert ist. Was nehmen wir denn jetzt? Nehme ich mal das hier. Slenderman der weißen Eule. Lass uns mal schauen, was hier passiert ist. Was ist denn hier bei diesem Mann passiert? Der Bär. Auch wieder der Reiter. Hab da schon so eine Vermutung. Ruten. Und das Haus. Ja, hier ist irgendjemand auf ihn zugekommen und hat ihm hier die Leviten gelesen. Irgendjemand hat ihm hier die Leviten gelesen in Bezug auf sein Ego, auf seine Sturheit, ne, und hat ihm hier richtig Feuer unterm Arsch gemacht. Ja, und das hat ihn hier natürlich aus seiner Komfortzone ausgehebelt. Deswegen ist er hier so heillos überfordert. Das kannst jetzt entweder du selber gewesen sein oder aber irgendeine außenstehende Person. Der Reiter kann jetzt hier so einiges symbolisieren. Das kann hier, weiß ich nicht, jemand aus der Familie sein, aus dem Freundeskreis. Ein Arbeitskollege, was auch immer das hier jetzt sein mag, dieser Reiter. Aber der oder sie hat dein Gegenüber hier ordentlich auf den Pott gesetzt, dass er hier jetzt endlich, ja, dass er hier jetzt mal die Komfortzone verlassen muss. Wenn er etwas verändern will in deine Richtung, dann muss er hier was tun. Und das wurde ihm hier ziemlich klar und deutlich zu verstehen gegeben. Ja, und jetzt ist er sauer, weil wie kann man es wagen, so mit ihm zu reden? Ne, das kennt er so nicht. Damit geht er nicht konform. Das passt ihm hier überhaupt nicht in den Kram, gar nicht. Ja, und jetzt fliegt ihm hier alles um die Ohren, weil irgendwelche Triggerpunkte ausgelöst worden sind, die jetzt hier zum Überschwappen kommen. Ne? Also die lösen sich hier gerade auf und damit muss er sich jetzt auseinandersetzen. Das hat hier was mit Gefühlen zu tun, die man unterdrückt hat in deine Richtung, nicht zugelassen hat. Er wahrscheinlich auch nicht ausgesprochen hat. Und nun ist hier Rambazamba. Hier ist jetzt Rambazamba angesagt. Ja, der, also dem passt das hier wirklich nicht, ne? Gar nicht. Oh, ist der sauer. Der ist richtig sauer.
aber nicht auf dich, sondern auf diese auszulösende Situation, die hier passiert ist, ne? Und du bist irgendwie ein Stück weit mit involviert. Ja, da wollte sich seine inneren Kind-Thematiken nicht anschauen, ne? Und diese heilen, hätte er das gemacht, dann würde ihm das jetzt hier natürlich nicht alles um die Ohren fliegen, ne? Das ist sein Problem. Der hat sich seine inneren Kind-Thematiken nicht angeschaut, hat sie nicht geheilt, hat sich dagegen ja auch gewehrt, wollte da nicht hingucken. Naja, und jetzt fliegt ihm hier alles um die Ohren. Durch einen Auslöser, der aber so passieren musste. Er war nie so wirklich stabil, wie er das hier wirklich immer und immer wieder gesagt hat, weil sonst würde ja hier seine Komfortzone jetzt nicht zum Einkrachen gebracht werden. Aber das muss hier jetzt sein, weil hier muss jetzt Heilung passieren. Hier muss Heilung rein. Ganz wichtig bei ihm. Das kannst jetzt du aber auch selber sein. Ja, daher gucke bitte einmal, wie es für dich passend und stimmig ist. Weil du dich natürlich auch im gegenüberliegenden Part wiederfinden kannst. Ne? Ja, guck dir das an. Hier ist wieder ein Transformationsprozess angezeigt. Ne? Gefühle, die transformiert werden müssen, die sich verändern müssen. Weil er das alles verdrängt hat. Das bricht hier jetzt alles auf. Hier ist jetzt Schluss mit lustig sozusagen. Da gibt es jetzt auch keinen Stopp mehr. Da gibt es jetzt keinen Halt mehr. Das muss aufbrechen. Weil sonst, wie würden diese Thematiken nie heilen? Und dann würde er auch nie seine Denkweise und Verhaltensweise ändern. Das würde nie funktionieren. Das ist aber alles positiv hier zu sehen. Das ist nichts Negatives. Nur muss bei ihm hier wohl ein bisschen härter angesetzt werden, weil er repräsentiert hier den Bären. Der ist stur, sehr, sehr stur. Lässt sich nichts sagen, ist im Ego. Ne? Hat hier die Macht und Kontrolle? Nee, hat er nicht, weil ihm wurde hier jetzt irgendwie das Gegenteil geliefert durch eine außenstehende Person, die ihm hier die Meinung gegeigt hat. Aber so richtig. Das kann hier wirklich jemand aus dem sozialen Umfeld sein. Eieieiei. Ne? Ja, die Eulen. Ne? Ja, hier geht es auch viel um Gespräche. Vielleicht wurde hier nie richtig kommuniziert. Vielleicht war die Kommunikation auch wirklich blockiert und gestört. Vielleicht war es auch nicht möglich, dass ihr zwei euch hier auf Augenhöhe begegnen konntet, ohne euch irgendwelche Dinge an den Kopf zu knallen. Ja, vielleicht war es auch wirklich euch überhaupt nicht möglich, dass ihr vernünftig miteinander reden konntet. Oder bei ihm, ja. Wenn du mit ihm reden wolltest, hat er hier auf taube Ohren, bist du bei ihm hier auf taube Ohren gestoßen, er hat dir nicht zugehört, er hat alles abgewehrt, wollte sich mit Dingen und Thematiken nicht auseinandersetzen. So nach Motto, ach komm, nerv mich nicht, ich kann das nicht hören, ich will das nicht hören, nee, lass mich doch in Ruhe, ne? Ja, nun ist es aber so, wer nicht hören will, muss jetzt fühlen. Und jetzt fliegt ihm hier alles um die Ohren. Ja, er schimpft jetzt, er ist sauer, weil er glaubt, das ist hier ein negatives Karma, das ihn einholt. Aber nein, er versteht nur das Geschenk dahinter nicht. Und habt ihr das auch, mal jetzt eine Frage an die Kolleginnen, die auch die Karten legen. Habt ihr das auch manchmal, während ihr die Karten legt, dass ihr synchron geht mit eurem Seelenplan? Das habe ich jetzt gerade wieder. Jetzt hätte ich das irgendwie, ja, das also mit Sicherheit habe ich dieses Kartenbild schon mal in der 5D-Ebene gelegt. Und das ist ja eigentlich immer ein sehr gutes und sehr positives Zeichen, dass man mit seinem Seelenplan synchron geht, ne? Bin ich auch meinem Zukunfts-Ich sehr dankbar. Aber ich würde gerne mal die Meinung der Kolleginnen hören und Kollegen, die auch die Karten auslegen, ob das bei euch genauso ist. Naja, jedenfalls, ja, wird er hier auch durch diese Aktion im Ego gestutzt, dass er hier mal ein bisschen nachdenken muss, ne? Und wie gesagt, er erkennt das Geschenk dahinter nicht, denn dahinter verbirgt sich wirklich was sehr, sehr Positives für ihn selber. Ne? Dass hier eine Veränderung und ein Wandel einhergeht, das sieht er jetzt noch nicht. Also entweder ist diese Situation schon eingetroffen oder wird es noch. Ja, das ist jetzt unterschiedlich. Jeder ist in einer ganz, ganz anderen Situation. Für einige ist es so und für die anderen ist es tatsächlich dann so rum. Aber nichtsdestotrotz, ja, ist die Angelegenheit für ihn nicht angenehm. Ne? Siehst du, gerade von gesprochen, hier sind die Störche im Unterdeck. Positiver Wandel. Ja, der muss hier auch mal den Stock aus dem Po nehmen. Ne? Der ist ja total starr. Der ist ja richtig starr. Der kann sich hier überhaupt nicht locker machen. Und jetzt geht es auch mal darum, dass er jetzt mal hier so ein bisschen in die Flexibilität und in die Spontanität geht und die Dinge jetzt mal hier so annimmt, wie sie kommen. Weil verändern kann er das ja nicht. Das ist hier so ein schicksalhaftes Ereignis.
Ja, hier. Na? Ja, der hat hier was in die Länge gezogen. Der hat mit seiner Sturheit und seinem Ego hier sowas von in die Länge gezogen. Das war hier also, ja, mit absoluter Sicherheit. Ja, Komfortzone. Er fühlte sich sicher und geborgen in seiner Komfortzone. Nee, aber hier macht er jetzt die Rechnung ohne Dämonen. Ja, hier haben wir das Kreuz schon, ne? Lernaufgabe, schicksalhaftes Ereignis. Das konnte er, das hat er nicht kommen gesehen. Und kann auch dementsprechend nicht beeinflusst werden. Das ist nicht möglich. Ja, lieber Bär, dann musst du dich jetzt um deine Lernthematiken kümmern. Dein Gegenüber hat es ja auch getan. So, lass uns mal schauen, welche Sternzeichen angesprochen werden dürfen. Entweder du oder dein Gegenüber. Wir haben den Skorpion. Stier. Wassermann, bist du wieder? Wer fehlt noch? Zwilling? Zwilling. Wen haben wir noch? Steinbock. Und der Löwe. Mal gucken. Jungfrau, glaube ich, auch, ne? Waage. Wer zeigt sich hier noch? Oh, du kommst aber hier im hohen Bogen. Der Widder. Und der Krebs. So, na dann hoffe ich mal, dass diese Legung, die dienlich war und du hier einen wichtigen Impuls für dich mitnehmen konntest. Ich danke dir für dein Einschalten und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann.